Was geht? Wir sind wieder bei den Shisha Devils hier. Wir haben. Oh Gott, nee. Wir begrüßen euch im neuen Video. Wir stellen heute mal wieder eine neue Kaya vor. Also neu bzw. alt, so alles zusammen. Wir werden euch das Modell und alles in die Videobeschreibung reinpacken. Und ja, wir haben hier eine wunderschöne Bowl. Super, die geil. Ist neon-orange matt. Die ganze Shisha wurde uns gestellt von einem guten Kollegen von uns, von dem Marin. Und jetzt mal was anderes wie sonst. Und zwar, wir haben hier eine Shisha, die ist jetzt schon seit 2 Jahren in Benutzung. Also keine Neuware. Und da seht ihr mal so, wie das sich so nach 2 Jahren so sich so verhält. Also wo genau. Man da Abnutzungen sieht, wo da wirklich so kleinere Mängel sind, wo die Abnutzungen sind. Ob man irgendwas beim Rauchen anders merkt oder genau. Irgendwie sowas. Oder wegen den Gewinden, ob da irgendwas so ein bisschen locker ist. Und wenn was locker ist, was man dagegen machen kann. Exakt. Das zeigen wir euch einfach in dem Video, also wie man mit einer schon benutzten Shisha umgeht, dass sie dauerhaft läuft genau. Und immer gut läuft. Also, wir fangen jetzt mal an mit der Rauchsäule hier. Rauchsäule, Base und Schlauchadapter. Wir haben hier eine Base mit 4 Schlauchanschlüssen. Das ist eigentlich, ich finde, für mich ist es das Perfekteste eigentlich, 4 Schlauchanschlüsse. Weil du kannst einfach mit 4 Kollegen gleichzeitig an einer Shisha rauchen. Das ist einfach perfekt. Und man kennt es eventuell nach einer Zeit, gehen einfach die Schlauchanschlüsse, die Gewinde verhaken oder so. Und hier die schönen 4 Schlauchadapter, ja, sehen ein bisschen unterschiedlich teilweise auch aus, werden dann im Shisha-Laden gekauft und so gut wie möglich dann passend zusammengebaut und zusammenprobiert. Und um das Ganze zu lösen, also wenn ihr, hier sind es verklemmt, aber wenn ihr das komplett auseinanderbauen wollt und jedes einzelne Teil richtig durchputzen wollt und wie ihr das auch putzt, ich zum Beispiel nehme dafür WD-40, das ist ein Kriechöl und dadurch geht es in jede kleinste Öffnung, in jedes kleinste Ding kriecht es da rein und löst so ein bisschen die Verschmutzung und dadurch lässt es dann auch wieder so ein bisschen entrosten und dann könnt ihr das ganze Ding auch wieder aufmachen. Hier, jetzt habe ich schon 2 aufbekommen und dann legt ihr einfach das ganze Ding, sprüht ihr mit WD-40 ein, macht es in Eimer, lasst ein bisschen einwirken, sprüht noch ein bisschen WD-40 drüber und dann geht das Ding eigentlich auch schon auseinander. Falls nicht, nehmt ihr eine Zange vorsichtig. Es gibt einmal welche, die haben hier so einen 8-Kant, da könnt ihr dann einen Gabelschlüssel nehmen. Oder die runden, da müsst ihr dann ganz vorsichtig sein, da nehmt ihr am besten irgendwie ein Tuch und eine Zange, eine Rohrzange und dann mit ein bisschen Druck macht ihr das Ding dann auf und dann passt die ganze Angelegenheit auch. Genau, und dass dies nicht so oft passiert. Genau, bei Dichtungen vor allem. Haben wir hier Bebatenol, das ist so Vaseline-Zeug. Das ist eigentlich für die Lippen. Lippencreme. Aber das ist so fett. Das ist halt so richtig fettig, also so genau. Richtig schmandig. Und das könnt ihr auf eure ganzen Dichtungen von der Shisha drauf machen. Einfach nur irgendein Fett, das einfach nur geschmacksfrei ist und deswegen am besten, weil das ist nicht gesundheitsschädlich. Deswegen gerade was Medizinisches nehmen, was sowieso für den Körper so ist. Und nicht jetzt irgendwie irgendwelches Industrieschmiermittel oder so. Dass das Zeug halt weiter gut flutschig läuft. Und für Gewinde, da könntet ihr eventuell, so, ich würde da nichts dran machen an WD-40, danach auch wirklich gut ausspülen und alles mit Seife, weil WD-40 und sowas ist alles nicht so ganz förderlich für eure Gesundheit, neben dem normalen Rauch, den ihr sowieso schon inhaliert. Eben. So, dann haben wir als, oder hast du da noch was? So, an sich so leichte Gebrauchsspuren, klar, hier haben wir dann noch schön die Rauchsäule, die kann man sogar abmachen. Die hat unten auch eine schöne Dichtung, das es dicht hält. So. Habt ihr ein schönes langes Gewinde, wo ihr dann später auch das Tauchrohr befestigt an dem Gewinde. Das wir hier haben, genau. Ist ein fettestiges Tauchrohr. Das geht einfach wirklich smooth rein, gar keine Probleme, kein Spiel im Gewinde. Geht super rein, vor allem Kaya, die bauen echt extrem gute Shisha. Also sieht man hier 2 Jahre und das Gewinde läuft trotzdem noch flüssig rein, also natürlich ein paar Gebrauchsspuren da oder da, die ein oder andere Schramme im Lack, aber das ist ja, das ist normal, das ist ein Gebrauchsgegenstand, ist ja bei meinem Auto wahrscheinlich auch so, dass mal da oder da mal ein bisschen ein Steinschlag oder so ist. Quietscht ein bisschen tatsächlich, aber ist oft so. Läuft trotzdem da flüssig richtig rein. Gut, hier haben wir den Kohleteller, der ist auch schon ein bisschen richtig, da war serienmäßig viel Kohle dabei. Da hat er sich dann einen, auch von Kaya ist er direkt, einen größeren sich ausgesucht. Und der ist einfach ein bisschen schöner, größer, auf jeden Fall ein bisschen geschmeidiger, hat ein bisschen mehr Platz, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist oder ob man jetzt, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, nach jedem Kopf das Zeug in den Mülleimer zu packen, sondern einfach nur da drauf parken will und kein Abwaschgerät hat, so wie wir, kann man das einfach da drauf klatschen und da hat man genug Platz für alles. So, also hier haben wir dann die Kopfdichtung. Genau. So, jetzt empfehle ich euch mal was. Und zwar, ich würde irgendwie aller spätestens
im Halbjahr hier eine neue Dichtung holen dafür. Weil die Dichtungen sind irgendwann ranzig, keine Ahnung. Oder werden auch hart durchgesifft, haben so die Weichstoffe so raus. Ja. Genau. Mindestens einmal im halben Jahr würde ich das hier wechseln, dann ist es gar kein Problem. Und der Kopf fliegt da auch nicht runter, weil ich hatte schon mal, dass das kann passieren, wenn du zu hart die Dichtung wirst. Zu hart geworden ist, den Kopf drauf und der Kopf ist aber locker drauf. Also der ist nicht wirklich fester. Und deshalb einfach einmal im halben Jahr mindestens eine neue Deswegen Dichtung. Auch gucken, wenn ihr die Dichtungen kauft. Es gibt diese härteren Dichtungen und die weicheren Silikondichtungen. Holt euch die Silikondichtungen, die halten viel besser euren Kopf. Und dann auch, wenn da Molasse irgendwie dran ist oder der richtig schmandig wird oder die Molasse richtig runterläuft, fliegt er nicht runter, er bleibt einfach fest drauf, weil die normalen, es gibt ja diese festeren Dichtungen, die aus diesem Hartgummi oder was das ist, ja. Da kann es dir schon mal passieren, dass der Kopf mal wegfällt. Dann werde ich jetzt den Kohleteller auf der Shisha befestigen. Einfach hier den schönen Adapter draufklatschen, super geschmeidig, passt perfekt. So, Wasser wie immer unter Trick 38. Hier daneben heben, dann seht ihr, wie weit es ins Wasser geht. Also ein wie weit die Bowl. Finger. Genau, ein bis zwei Finger. In dem Fall ist es bei der hier jetzt bis zu dieser Kante hier. Und ja, nochmal zur Bowl an sich. Die Bowl ist jetzt 2 Jahre alt. Ihr habt da so leichte Ablagerungen überall. Oder hier geht dann dieses matte Material, dieser Lack von außen geht so ein bisschen ab. Hier beim Gewinde geht auch der Lack ab, aber das ist einfach 2 Jahre lang Dauerbenutzung. Die Shisha wurde halt nicht 2 Jahre nur zu Hause benutzt, sondern auch so draußen. Genau, Auto. Und dafür sieht die echt cool aus, meiner Meinung nach. Sieht auf jeden Fall noch gut aus, ja. Also wirklich. So, jetzt packen wir das ganze Ding hier rein. So, hier muss ich sagen, hier ist leicht, dieser Kleber, der hier drin ist, ist leicht schon, hat sich gelockert, finde ich. Also ihr habt ein leichtes Spielgefühl dort. Also schön, es geht auch super rein, das Gewinde, aber ja. Leicht bewegt dieses obere Teil jetzt hier von der Base so. Also ohne Base. Seht ihr vielleicht? Das sieht man nicht. Das ist nur ganz, ganz wenig. Also minimal ist es, aber das ist, denke ich, gar kein Problem. Aber ich habe auch schon oft genug damit geraucht und die hält immer noch dicht. Ja. Also. Und diese Shisha auch. Die sieht auch extrem heftig aus. Ihr habt für diese Shisha nicht wirklich so viel, müsst ihr da hinlegen dafür. Preis und alles, wie gesagt, schreiben wir uns euch alles in die Beschreibung. Und ja, jetzt werden wir das ganze Ding rauchen, werden eine gute Mische jetzt machen, Baba-Mische. So, ich baue jetzt einen Kopf. Wir haben unseren großen 12-Loch-Kopf mal ausgewählt, da wir den Shisha dann zu viert weiterrauchen werden. Wir haben eine besondere Mische vorbereitet. Und zwar in dieser Mische habe ich drinnen Cold Peach, Blizzard Peach, True Passion Ringelrange und von Watermelon Chill noch so 50 Milliliter Molasse. Also das Ding, das riecht und das schmeckt bestimmt heftig. Also riechen tut es auf jeden Fall richtig heftig. Aber schmecken wird es wahrscheinlich, also richtig böse. Dann ganz normal, schön, schmandig. Richtig geile Mische, Alter. Junge. So, dann packen wir das ganze Ding hier rein, diese rot-braune Substanz. Verteilen wir das richtig geil hier im Kopf. Ich habe schon Ewigkeiten hier mit einem 12-Loch-Kopf geraucht. Rauche im Moment immer mit einem 5-Loch-Kopf. Mische ist Chef. Und? Dann packen wir da noch einen Kamin drauf. Niemals Alufolie benutzen, wirklich. Ich leg's euch ans Herz, keine Alufolie, immer Kamine. So, dann gebt ihn hier mal rüber. Das müsste der hier sein. Der hier? Ist hinten auf der anderen Schicht. Sicher? Ja. Ah, da ist der andere Kopf, den ich eigentlich benutzen wollte. Ja gut, der passt nicht drauf. Den Kopf, der da jetzt gerade drauf ist, den wollte ich eigentlich für dieses Video benutzen, aber jetzt habe ich halt den hier genommen, weil wir haben davon ja 2, 3, keine Ahnung. So, dann gib mal den Kamin. Drauf mit der Scheiße. Drauf mit dem Ding. Geh mal drauf achten. Baba-Zange. Mäus. Baba-Zange, Kaya Shisha. So, Kopf wieder drauf platziert. Uiuiuiui. Da muss man gucken, Dichtung hoch, dann drauf, dann das Ding mit erwartlichen Angelegenheit drauf. Sollte aber passen, aber passt wohl doch nicht. Wir werden das ganze Ding jetzt hier befestigen und ja, Kopf ist drauf. Wir werden jetzt Timelapse machen, bisschen was essen, werden das Ding rauchen, dann kommt unser Schlussfazit. Viel Spaß bei der ganzen Sache.
Also wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde geraucht, geschaut. Eben, gib mal bitte Kohle auf euch gelegt. So, die Schießer verhält sich richtig gut, der Durchzug ist. Ja. Der Durchzug ist auf jeden Fall richtig schlecht. Man kann ganz entspannt zu viert mit der Shisha rauchen. Super geiles Teil. Fabi, hast du noch was zu sagen? Ja, die ist ja jetzt schon so 2 Jahre in der Benutzung und immer noch alles dicht, alles gut, raucht immer noch perfekt. So. Also, die wurde auch gut behandelt, brauchen sich keine Sorgen machen. Bei Kaya eh kein Problem. Also, ja. Kaya ist eine Shisha fürs Leben. Da investiert man halt mal ein bisschen Geld rein in den Preissystem. Wenn man eine gescheite Shisha holt, dann kann man die Ewigkeiten haben. Die Tabakmische ist auch richtig Chef. Und jetzt die Shisha, Durchzug, hammergeil. Preis-Leistung super gut. Zu viel rauchen, super entspannt, jeder hat genug Rauch, alles passt perfekt. Shisha eigentlich super Bombe-Ding. Wird auch jetzt, wird schon gut heiß hier. Also da wieder aufpassen beim Rumtragen, wenn ihr dann eine Weile mit raucht. Ansonsten, zur Shisha gibt es nichts mehr groß zu sagen. Dann bedanken wir euch, dass ihr dabei wart im Video. Bedanken wir euch. Bedanken wir euch. Bedanken wir uns. Genau. Dann checkt unsere Social Media Seiten ab und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So ein kurzes Video jetzt, oder was? Guckt eh keiner vorbei. Peace out.